Ja, hallo ihr Lieben und ganz herzlich willkommen zum Leuchtfeuer-Podcast. Ich habe mich heute nochmal rausgewagt, obwohl es relativ kalt ist schon und ein bisschen windig. Und ich hoffe, dass die Audioaufnahme trotzdem gelingt und nicht so viel Sturmrauschen drauf ist. Und ja, ich würde eigentlich gerne etwas aufgreifen aus meinem letzten Podcast, was ich nur kurz so am Rande erwähnt habe. Und zwar die Tatsache, dass es meinem Gefühl nach im Moment und auch im kommenden Jahr ganz wichtig ist, dass wir uns versammeln, dass wir zusammenkommen und uns gegenseitig unterstützen. Und ich wollte noch mal mehr darauf eingehen, was das eigentlich bedeutet, wie wir das vielleicht auch im Einzelnen umsetzen können. Ja, und passend zum Thema wollte ich dann am Schluss von dem Podcast auch noch erwähnen, dass heute meine Online-Community, die Oase, ihre Türen öffnet für neue Teilnehmer und dass man sich bis zum 8. Dezember anmelden kann. Aber dazu sage ich dann am Ende vom Podcast noch ein bisschen mehr. So, also meine Erfahrung ist es, wenn immer mir Menschen begegnen, die sich für das Neue öffnen, die sich mit der Erde verbinden, die nach innen lauschen und die wirklich auch spüren, dass in ihrem eigenen Leben ein Heilungsprozess, ein Klärungsprozess begonnen hat und die da von ganzem Herzen Ja dazu sagen. Meine Erfahrung ist, dass manchmal gerade solche Menschen wie so einsame Wanderer sind. So ein bisschen wie ich hier gerade einsam auf der Wiese stehe. Weit und breit ist niemand zu sehen. Und ich glaube, dass da vielleicht auch aus der Vergangenheit irgendwelche Vorstellungen noch mit reinspielen, dass immer, wenn wir uns innerlich oder spirituell weiterentwickeln, dass wir uns zurückziehen müssen aus der Welt und dass wir vielleicht schon davon ausgehen und das schon erwarten, dass wir abgelehnt werden. Und meine Erfahrung ist, und du kannst ja mal für dich schauen, ob das auf dich zutrifft oder ob Elemente davon auf dich zutreffen, bei vielen Menschen, die sich jetzt für das Neue öffnen, hat das schon sehr, sehr früh begonnen. Manche haben schon als kleines Kind, schon als Baby diese erweiterte Wahrnehmung mitgebracht oder diese tiefe Suche, dieses Gefühl, ich will mich nicht mit dem Status quo zufrieden geben, ich möchte rausfinden, warum ich hier bin, was mein Platz ist, was meine Aufgabe ist hier auf der Erde, worum geht es hier eigentlich? Und so kann es passieren oder häufig war es vielleicht der Fall, dass wir nirgendwo reingepasst haben. Dass wir in jeder Gruppe immer wieder gemerkt haben, dass wir so an den Rand gedrängt werden oder so ein bisschen misstrauisch beäugt werden. Dass wenn wir uns öffnen und wirklich wagen auszusprechen, was wir fühlen, was wir denken, was wir beobachten oder erfahren, dass dann bei manchen so der Rollladen runtergeht, dass sich Leute von uns zurückziehen, dass sie es anfangen, uns komisch anzuschauen oder sich einfach distanzieren und nichts damit zu tun haben wollen. Nicht immer natürlich, aber manchmal können wir sowas erlebt haben. Und mein Gefühl ist, dass wir manchmal wirklich überhaupt nichts dafür können, für dieses abgelehnt werden. Natürlich kann man sagen, wenn sich jemand total daneben benimmt, wenn jemand einfach nicht wirklich liebevoll mit anderen umgeht, dann wird er irgendwann ausgeschlossen aus Gruppen. Ja, okay. Aber es kann auch ganz einfach passieren, weil wir uns innerlich für etwas Neues öffnen, weil wir innerlich auf dem Weg sind, auf dem andere nicht sind und vor dem andere vielleicht Angst haben oder den vielleicht sogar wirklich aktiv ablehnen. Und dass es also diese Ablehnung gar nichts mit uns persönlich zu tun hat, sondern mehr etwas mit unserer Ausrichtung, mit dem Weg, den wir gehen, mit dem Weg unserer eigenen Seele, dieser innere Entwicklungs- und Heilungsweg.
So, und dann kann es passieren, dass wir uns einfach so ein bisschen frustriert in ein stilles Kämmerlein zurückgezogen haben und gedacht haben, na gut, dann teile ich das, was zentral ist in meinem Leben, überhaupt nicht mehr. Dann ist es mein Hobby, dann ist das wie so eine kleine Spinnerei. Ja, der eine hat seine Modelleisenbahn im Keller und ich beschäftige mich mit innerer Heilung und Entwicklung und ich verbinde mich mit der Erde und ich öffne mich für die göttliche Liebe und ich fange an, die Impulse dieser Liebe wahrzunehmen und dieser Liebe zu folgen und da geschehen wundervolle Sachen, aber ich teile es mit niemandem, ich spreche nicht darüber. Ich verberge das vielleicht sogar, mir ist es vielleicht sogar peinlich, das zu sagen. Und meinem Gefühl nach kann daraus dann mit der Zeit etwas entstehen, dass wir uns wertlos fühlen. Dass wir von lauter Menschen umgeben sind, die das, was in ihrem Leben im Zentrum steht, teilen, darüber sprechen, dass es und wir akzeptieren das und wir freuen uns vielleicht sogar darüber. Aber das, was in uns lebt und was zentral wichtig ist für uns, das bleibt verborgen, das halten wir zurück, da sprechen wir nicht drüber. Das weiß niemand oder so ein bisschen, ja. Und meinem Gefühl nach tun wir uns selbst damit weh. Und können bitter werden oder einsam oder es einfach unnötig schwer haben auf unserem persönlichen Weg. Und ich weiß das von mir selbst. Ich bin auf einer gewissen Ebene bestimmt auch jemand, der lange alleine unterwegs war und durch diverse verletzende Erfahrungen, die ich gemacht habe, da habe ich vielleicht auch eher dazu geneigt, zu glauben, Menschen sind alle blöd und ich halte mich lieber zurück und ich will mit niemandem was zu tun haben. Und für mich war und ist es einfach so ein wichtiger und wertvoller Schritt, mich auf einer neuen Ebene für Gemeinschaft zu öffnen, für Miteinander, für den Austausch mit anderen Menschen, für Räume, in denen ich sein kann, in denen ich mich nicht verstecken muss, in denen ich nicht zurückhalten muss, in denen ich mich auch nicht produzieren muss und irgendwas darstellen muss und irgendwie mich mit anderen messen muss, sondern es ist mehr so ein entspanntes jeder darf sein Gefühl oder Erfahrung. Und ich habe gemerkt, seitdem ich mich in meinem Leben mehr für diese Gemeinschaft oder Austausch mit anderen oder dieses Netzwerk, je mehr ich mich dafür öffne, umso mehr erwacht eine ganz neue Ebene in meinem Leben, in meinem Nervensystem, in meiner eigenen Entwicklung. Nämlich die Tatsache, dass wir heilsam füreinander sein können, dass wir unterstützend füreinander sein können, dass wir anfangen können, miteinander zu fließen, miteinander in Harmonie uns auf das Neue auszurichten, dass wir uns ermutigen können, dass wir uns gegenseitig austauschen können, dass es okay ist, zu sagen, wow, das ist total schwer für mich gerade oder dass es okay ist mitzuteilen, hey, schaut mal, was ich hier entdeckt habe und was jetzt zum ersten Mal funktioniert hat, ist das nicht ein Wunder, diese kleine Veränderung, die ich da erlebe, ist das nicht toll, wo wir uns gemeinsam freuen, wo wir sehen, was unsere Stärken sind und wahrnehmen, hey, ich glaube, das ist dein Ding und da sehe ich eine Stärke in dir oder ist es nicht toll, was du gerade sagst oder schreibst oder mitteilst, da ist so eine Weisheit drin, Dankeschön dafür und das ist einfach für mich so ein bisschen in so einer Art von Gemeinschaft, als ob wir schon das Neue erleben können, zumindest da und untereinander. Als ob wir nicht nur einsam in unseren Hütten sitzen und warten,
sondern das Neue auch wirklich schon aktiv erleben und erfahren und erforschen können. Und ich glaube, wir sind als Menschen nicht dafür gedacht, Einzelgänger zu sein, zumindest nicht für immer oder auf sehr, sehr lange Zeit. Vielleicht mal phasenweise, Phasen des Rückzugs, Phasen des Alleinseins sind sicher heilsam. Aber ich glaube, wir brauchen Community. Ich glaube, wir brauchen Gemeinschaft. Und für mich persönlich ist das auf jeden Fall ein Schritt, das zu sagen, weil ich sicherlich gerade auch im spirituellen Bereich in sehr schrägen Gruppen unterwegs war. In Gruppen, wo es tyrannische Führung gab, Leute, die andere ausgenutzt haben, Missbrauch betrieben haben, einfach die schrägsten Sachen, wo Leute gedacht haben, sie müssen ihren Willen anderen aufzwingen und wo man Übungen machen musste und wo man nicht Nein sagen darf und wo nicht der eigene Rhythmus oder die eigenen Bedürfnisse oder die eigene Art akzeptiert wird, sondern wo alles über einen Kamm geschoren wird. Ich kenne also negative Gruppenerfahrungen und für mich hat das tatsächlich so viel Heilung bewirkt, diese neue Art von Gruppe kennenzulernen, diese neue Art von Gemeinschaft zu erleben, wo nicht einer die Macht hat und die anderen sind Sklaven, sondern wo wir alle in unserer Stärke uns begegnen, wo jeder jederzeit Nein sagen darf, wo jeder sich öffnen kann, wo Sachen auch gehört werden oder gehalten werden, wo Mitgefühl da ist. Und meine Erfahrung war immer, dass es entscheidend ist, ob das jetzt eine Gruppe ist, wo es eine kleine Gruppe, die sich regelmäßig trifft, oder eine Austauschgruppe, die aufgrund von irgendeinem Workshop dann entstanden ist, oder andere Communities. Ich glaube, entscheidend ist immer, ob das Zentrum dieser Gruppe die Liebe ist oder nicht. Ob wir uns auf die göttliche Liebe ausrichten, ob das unser primärer Fokus ist, ob wir das Einatmen durch uns fließen lassen, ob wir immer wieder dahin zurückkehren, uns da verwurzeln, oder ob etwas anderes im Zentrum steht, zum Beispiel, ich will gut dastehen, oder Geld, oder irgendwas erreichen wollen, irgendwelche äußeren Ziele, irgendwelche anderen Dinge. Und ich persönlich fühle mich nur aufgehoben, getragen, gefördert, angenommen in Gruppen, wo tatsächlich die Ausrichtung auf die Liebe an erster Stelle steht. Und dann natürlich auch verbunden mit der Freiheit, dass jeder selbst schauen kann, wie weit wage ich mich in diese Liebe hinein? Wie ist meine persönliche Annäherung? Und habe ich die Möglichkeit, Nein zu sagen und eine Pause zu machen, mich abzuwenden? Habe ich die Möglichkeit auszudrücken, dass Wut da ist oder Enttäuschung oder Angst? Habe ich die Möglichkeit, Mensch zu sein? Also eigentlich eine ideale Gruppe ist für mich ausgerichtet auf die göttliche Liebe und gleichzeitig voller Liebe und Wertschätzung für das Menschsein, für unser Menschsein mit all seinen Facetten, mit allen Gefühlen, mit allem, was damit zu tun hat. Und da habe ich das Gefühl, ist ein super Potenzial für Wachstum, für Heilung, für Erneuerung. Ich glaube, dass wir im kommenden Jahr noch mehr zusammengetrommelt werden und dass wir uns versammeln sollen. Und mein Bild war, dass wir aus allen Himmelsrichtungen zusammenkommen, aus der Natur, aus unterschiedlichsten kulturellen Hintergründen, aus unterschiedlichsten Berufen und Orten der Erde, dass wir mit unterschiedlichstem Wissen auch zusammenkommen und uns gemeinsam auf das Neue vorbereiten.
uns gemeinsam für das Neue öffnen. Und ich glaube, dass es so wichtig ist, weil wir eine immer größere Disharmonie erleben mit denjenigen, die sich sozusagen nicht für das Neue öffnen können oder wollen oder warum auch immer, spielt keine Rolle. Und dass wir in der alten Welt sozusagen immer mehr manchmal diese Disharmonie im Alltag erleben, dieses Gefälle zwischen dem, was innerlich in uns heranreift, was vielleicht auch schon unser Alltag, unsere Lebensrealität geworden ist, und dem, was andere einfach noch machen. Und das soll keine Wertung sein, kein Verurteilen, kein bösartiges Herabschauen auf jemanden, sondern mehr ein Erkennen, dass es so heilsam ist, mich in Gruppen zu bewegen, wo diese grundlegende Offenheit für das Neue bereits da ist, wo wir darüber gar nicht mehr sprechen müssen, wo wir dann gemeinsam uns öffnen können und sagen, was bedeutet das jetzt? Was sind die Impulse, die jetzt kommen? Was sind die einzelnen Schritte der Vorbereitung, die jetzt anstehen? Was sind die Herausforderungen? Was sind die Chancen, wo wir sozusagen gemeinsam diese Wanderung unternehmen? Ja, und ich glaube, dass dieses Verstandenwerden, dieses Austauschen, dieses in der Gruppe sein, wo ich nicht diese Disharmonie aushalten muss, wo ich nicht ständig dieses Gefühl habe, dass alles, was andere machen, auf so einer anderen Ebene stattfindet und vielleicht sogar gegen mich gerichtet ist, sondern wo ich merke, wow, ich bin in einem Feld, und jetzt weht gerade heftig der Wind hier, ich bin in einem Feld, wo wir uns gemeinsam für das Neue öffnen, wo wir die Herausforderungen und aber auch die Freuden von diesem Weg gemeinsam teilen können. Ich persönlich bin ein Fan davon, und selbstverständlich können solche Gruppen, solche Möglichkeiten der Versammlung ganz unterschiedlich aussehen, so wie wir alle unterschiedlich sind. Wir alle haben unterschiedliche Vorlieben, wir alle haben unterschiedliche Formen von Kommunikation, die uns liegen, und unterschiedliche Bedürfnisse, können natürlich auch diese Gruppen sich anders gestalten. Und ich glaube, dass gerade in dieser komischen Zeit, wo wir von außen ständig hören, wir dürfen uns nicht versammeln und wir dürfen nicht zusammenkommen und jeder muss in seiner Hütte bleiben, wo wir kreativ werden können und über das Internet oder über welche Formen auch immer neue Wege des Miteinanders entdecken können und merken können, dass wir sogar über diese intuitive Verbundenheit, dass allein das einfach ganz viel bewegen kann. Ich weiß von Leuten, die sich jede Woche zu einer bestimmten Uhrzeit zusammen hinsetzen, sich zusammen einstimmen, ohne Telefon, ohne Computer, ohne alles. Und ich weiß von Gruppen, die sich über Zoom treffen oder Skype oder übers Telefon oder über all diese Möglichkeiten, die wir jetzt haben. Und das ist so eine wunderbare Möglichkeit, weiter gemeinsam zu wachsen. Also ich finde das super wichtig. Und deshalb würde ich dich einladen, vielleicht mal zu prüfen, ob du dich für ein wenig mehr Gemeinschaft, ein wenig mehr Community öffnen möchtest, egal wie das in deinem persönlichen Fall dann aussehen wird. Und du musst nicht mal vorher wissen, wie das sich dann gestaltet. Es wird genügen, dass du reinspürst und wahrnimmst, gibt es da vielleicht ein Bedürfnis? Gibt es da etwas, wo ich merke, das würde mir so gut tun, das wäre so liebevoll für mich, das würde mein Leben einfach noch mal ein bisschen erleichtern oder das würde neue Freude reinbringen, neuen Entfaltungsraum, würde mir vielleicht den Mut geben, über alte Grenzen hinauszuwachsen und noch selbstbewusster zu sein, mit dem, was ich schon weiß und mit dem, was ich kann, mich vielleicht auch ganz anders erleben und wahrnehmen, hey, wer ich bin, ist eigentlich ziemlich wertvoll. Und
meinem Gefühl nach sammeln sich überall kleinere und größere Gruppen von Menschen, die sich für das Neue öffnen, die sich auf die Liebe einlassen, sie annehmen, ihre Beziehung zur Liebe vertiefen. Und ja, und ich glaube, dass es gut ist, jetzt nach so einer Gruppe Ausschau zu halten oder dich innerlich dafür zu öffnen und zu beobachten, wohin du geführt wirst, was dir auffällt, einfällt. Vielleicht gibt es sogar auch Gruppen, von denen du schon weißt und wo du immer gedacht hast, oh nee, das ist mir zu anstrengend, noch eine Sache, oh nein. Aber was im Grunde so viel Nutzen in dein Leben bringen würde, dass sich die Zeit, die Investition der Zeit und des Aufwands lohnen würde, vielleicht sogar um ein Vielfaches, du mehr bekommen würdest, als es dich an Zeit kostet, sagen wir mal so. Und ja, mein Gefühl ist so ein bisschen so, als würden wir uns in so kleinen Wandergruppen sammeln und die Gummistiefel anziehen und auch bei schlechtem Wetter, auch wenn noch so viel manchmal negative Energie im Massenbewusstsein da ist, so viel Negativität allgemein einfach noch da ist, dass wir auch bei schlechtem Wetter starten, dass wir die Schritte gehen, die anstehen, dass wir unerschütterlich einfach uns weiter ins Neue bewegen. Diese ruhige Bewegung ins Neue, dieses gelassene, ruhige, einfach weitergehen. Ich empfinde es als so wundervoll. Einfach, mir tut es total gut, einfach nur mich da rein zu fühlen. Genau. Und so ist meine Einladung an dich, einfach danach Ausschau zu halten und wirklich auch zu prüfen, was passt zu dir. Wie gesagt, wir sind alle unterschiedlich. Was ist deins? Was tut dir gut? Wo fühlst du dich eingeladen? Genau. Okay. Und wie versprochen, wollte ich am Ende von dem Podcast noch kurz euch über die Oase erzählen. Das ist meine Community, die ich... ich habe gerade heute Morgen nachgeschaut und habe gesehen, Mensch, die gibt es schon seit 6 Jahren. Es ist irgendwie hatte ich immer noch so im Kopf, die gibt es erst seit 4 Jahren, aber stimmt ja gar nicht. Die gibt es schon eine Weile und ich habe die Community damals gegründet, weil ich so einen tiefen Impuls hatte, einen Raum zu schaffen für erwachende Menschen, einen Raum für Menschen, die sich in ihrem Heilungs- und Entwicklungsprozess befinden und die einfach Unterstützung brauchen, Support, Geborgenheit, jede Menge Tools und jede Menge nützliche Dinge, um sich weiterzuentwickeln und auch die Möglichkeit, sich gegenseitig auszutauschen und zu unterstützen. Und ich habe natürlich auch erst überlegt, soll ich nicht einfach einen Online-Shop auf meine Webseite packen, wo alles, was ich so mache, neue Heilungserfahrungen, bestimmte Themen, sinnvolle Tools, die ich so entwickle, soll ich die nicht alle einzeln verkaufen? Und dann habe ich gedacht, oh nee, das ist irgendwie nicht so meins, dann muss man da nochmal was kaufen und da nochmal und dort nochmal. Und es ist, irgendwie hatte ich so in meinem Herzen den Wunsch, warum kann nicht jeder alles bekommen? Alles, was ich jemals gemacht habe, alles, auf alles zugreifen, dann selbst entscheiden, was jetzt stimmig ist, ausprobieren können, sich in Sachen vertiefen und dann mal wieder beiseite legen. Und dann habe ich gedacht, naja, da passt es eigentlich besser, wenn ich so eine Membership-Seite mache, also so eine Mitgliederseite, wo man sich einmal anmeldet und dann für alles, also alles einem dann zur Verfügung steht. Man dann nicht nochmal obendrauf was bezahlen muss, sondern nur alles einfach für jeden dann da ist und jeder so viel nutzen kann, wie er möchte, wie bei so einem Buffet, dass jeder dann entscheidet, will er sich 3 Teller füllen oder nur einen kleinen Teller, will er nur Nachtisch oder Vorspeise oder Salat oder was auch immer. Jetzt kriege ich Hunger. Okay, hätte nicht über das Buffet sprechen sollen. Okay, und in der Oase, die heißt übrigens Oase, weil ich das Gefühl hatte, manchmal, wenn wir unseren Entwicklungsweg beginnen, manchmal haben wir den Eindruck, wir stehen in so einer Wüste und wir sehen dann all die Dinge in unserem Leben, die noch nicht blühen, die noch nicht
im Schwung sind, die noch nicht fließen, oder wir sehen es in unserem Körper, die Ecken, wo es hakt und zwickt und zwackt und wo es nicht rund läuft. Und mein Gefühl war, die Oase lädt dich ein, dich zu erfrischen, dich unterstützen zu lassen, neue Geborgenheit zu erleben und dann dein Leben auch in eine Oase zu verwandeln und die Quelle sprudeln zu lassen in deinem Leben, die Liebe sprudeln zu lassen in deinem Leben und zu bemerken, wie alle Bereiche deines Lebens langsam aufblühen. Das war so mein Kern. Ja, und wir haben regelmäßige Live-Podcasts, 3 Stück im Monat, und wir haben jetzt ganz neu auch Online-Retreats. Das sind 2-tägige Seminare, wo wir dann ein bestimmtes Thema so richtig Samstag und Sonntag vertiefen. Findet auch online statt. Kannst du also bei dir zu Hause ein ganzes Seminar mitmachen. Wir haben eine riesige Bibliothek mit den verschiedensten Themen. Jetzt die letzten Jahre habe ich ganz viel Wissen und Übungen und Material reingebracht zum Thema Traumaheilung. Es gibt jede Menge für den Körper, für das Energiefeld, für die Bestimmung. Es gibt kleine Helfer für den Alltag, für blöde Situationen, wo man einfach Unterstützung braucht. Und es gibt natürlich auch die Möglichkeit von einem großen Forum für Austausch, auch Kontakt miteinander zu haben und bestimmte Dinge gemeinsam zu kommunizieren. Das ist mittlerweile ein großes Forum und es wird viel ausgetauscht. Aber ich finde es immer einfach erstaunlich, wie liebevoll das ist und wie wertschätzend und erwachsen unser Umgang miteinander ist. Ich finde es einfach sehr, sehr schön. Genau. Und praktisch geht es dann so, wenn man in die Oase einsteigen möchte, dass du dich sozusagen für ein Abo entscheidest. Wir haben ein Monatsabo, das zahlt man monatlich und kann man auch dann monatlich kündigen. Das eignet sich also, wenn du die Oase erstmal ausprobieren möchtest, wenn du sagst, naja, ich will mich jetzt nicht für ein Jahr, ganzes Jahr festlegen, ich will erstmal nur gucken, nur reinschnuppern, dann ist das Monatsabo super, da kannst du reinkommen, da kannst du dann auch einfach das alles ausprobieren und mitmachen und gucken, dient mir das, nützt mir das. Und für diejenigen, die dann wissen, dass sie länger dabei bleiben wollen oder die es jetzt im Voraus schon wissen, haben wir auch noch ein Jahresabo. Da kann man dann praktisch für ein ganzes Jahr bezahlt man dann und bleibt ein ganzes Jahr in der Oase. Und das ist dann einfach, wenn man es umrechnet, günstiger, weil man sich ja für das ganze Jahr im Voraus dann praktisch schon entschieden hat. Genau, und seitdem dieser ganze Corona-Wirbel uns ergriffen hat hier, gibt es auch ein Sozialabo, das, ich habe die Zahlen nicht ganz genau im Kopf, ich sag jetzt mal, dass es 15 € im Monat ist, glaube ich, und das ist für alle, die einfach betroffen sind, die im Moment kein Geld verdienen oder generell Sozialhilfeempfänger, Hartz-IV-Empfänger, Leute, die arbeitslos sind und so weiter, also da gibt es ein Sozialabo, weil uns das ganz, ganz wichtig war, auch einen solidarischen Weg zu finden, wo diejenigen, die finanziell nicht so gut dastehen, trotzdem die Oase einfach nutzen können. Genau. Und nächstes Jahr, da habe ich euch ja schon so ein bisschen gesagt, was ich so wahrnehme, was so kommen wird oder was die Themen sind, die uns beschäftigen werden. Der Schwerpunkt in der Oase liegt auf jeden Fall auf der Verbindung mit der neuen Erde, dass wir energetisch uns anschauen, was verändert sich in unserem Energiefeld, was verändert sich generell in unserem Inneren, dass wir kreativ damit arbeiten. Es wird auch wieder um Traumaheilung gehen, diese essentiellen Schritte, unsere Vergangenheit zu erlösen, ein neues, liebevolles Fundament in unser Leben zu bringen, unser Nervensystem zu regulieren. Das ist auf jeden Fall wieder mit dabei, wird uns weiter beschäftigen.
und meinem Gefühl nach auch das Entwickeln von unseren Seelenfähigkeiten, also mehr Wahrnehmungsfähigkeit, mehr Schöpferkraft, mehr Heilkraft. Ich glaube, da werden wir uns einfach dann auch nochmal rein vertiefen. Genau, das ist so mein Plan für die Oase. Und wie gesagt, man kann sich jetzt anmelden von 1. Dezember bis 8. Dezember. Da ist die Tür der Oase offen. Und wenn du vielleicht schon länger mal mit der Oase geliebäugelt hast oder wenn du meine Arbeit magst und denkst, ach, es wäre schön, mal die ganzen Heilungserfahrungen mitzumachen oder nicht nur zu hören, wenn Lea über Sachen spricht, sondern wirklich auch mal die Übungen dazu zu machen und so ein bisschen mehr in die Tiefe zu gehen, dann würde ich dir empfehlen, die Oase einfach mal auszuprobieren und zu gucken, ob das dein Leben bereichern könnte. Genau. Gut. So, dann habe ich euch alles mitgeteilt, was ich auf meinem langen Zettel hier stehen hatte. Und jetzt wünsche ich euch einfach einen wunderbaren Tag, eine schöne Woche. Und hier unter dem Video, falls du auf YouTube bist, oder unter dem Podcast in den Shownotes, dahinter lasse ich euch den Link zur Oasenbeschreibungsseite. Da könnt ihr euch die einzelnen Monatsthemen durchlesen und euch alles nochmal in Ruhe anschauen. Und wenn ihr Lust habt, euch dann auch anmelden. Alles, alles Liebe für dich und bis dann!